Warte mal, wenn wir hier durchgehen, ich glaube, dann geht's weiter. Kann das sein? Ja. Ja, gut, dann nehmen wir erstmal die andere Seite, die hier. Dann gehen wir in die Richtung. Ich nehme erstmal bewusst die Sackgasse. Und das Monster hier mal mit. Das haben wir nämlich noch nicht. Die Stahlspatzen! Au. 10 Schaden. Wow. 29 Schaden. Das ist zu doll. Autsch! Aber Magie mögen sie nicht. Okay, außer Windmagie. Wie wär's dann mit Feuer? Joa. Veronica macht es schon. Toll. Zombies, noch mehr. Okay, machen wir die platt. Geht los, gar kein Problem. Mach sie fertig, Veronica. Okay, einen hat's erwischt. Hackschrauber! Geht doch. Veronica wins again. So sieht's aus. Veronica und Anhang. Oh, ein Meucheldolch. Eric, brauchst du zufällig eine neue Waffe? Oh ja, du brauchst auf jeden Fall eine neue Waffe, Eric, mein Lieber. Aber sowas von eine neue Waffe. 13 Schaden mehr. Eieiei. Ja, ich habe bewusst die Gegenstände nicht verbessert. Das wollte ich gerne, wenn, mit euch zusammen machen. Also das werde ich wirklich, auch wenn ich mal offscreen trainieren sollte, werde ich das trotzdem mit euch zusammen machen, dass wir die Items verbessern. Dafür nehme ich mir extra die Zeit dann. Das ist dann okay. So, einmal die Truhe öffnen bitte. 1000 Goldmünzen nehme ich gerne. Ich will kämpfen. Komm her, du Sau. Okay, ein Stahlspatze, zwei Gerippe und ein Giftzombie. Interessante Kombi. Eine Maschine, drei Untote. Mach mal bitte ein Mapeng. Okay, das erste Gerippe hat's umgehauen. Aua. Nicht nett. Also Bodo haben wir bislang bis auf in der Arena noch nicht kämpfen sehen. Au. Oh, dankeschön. Ja, wie gesagt, Bodo kann genauso heilen wie Serena. Er ist zwar nicht ganz so gut wie sie, aber er kann gut mit ihr mithalten, doch. Muss man wirklich sagen. Versuch mal das hier. Ich weiß, gegen eine Maschine funktioniert es nicht, aber trotzdem. So, die Maschine ist down. Sehr gut. Serena, meine Liebe. Einmal Säusel auf den Giftzombie. Der wackelt aber kräftig, du. Okay, Opa legt den Zombie um. Der alte Mann, nur Mensch. Another day, another victory. So sieht's aus. Er rollt übrigens das R so. Kann das sein, dass er vielleicht von einem schottischen Schauspieler eventuell gesprochen wurde? Der rollt das irgendwie so interessant. Nein, ich ziehe jetzt keine komischen Vergleiche. Deswegen meine ich das nicht. Sondern es kann ja durchaus sein, dass er irgendwie aus der Gegend kommt. Weiß ich ja nicht. Kann ja sein. Wir wissen allgemein sowieso noch sehr wenig. Eigentlich wissen wir gar nichts über Bodo. Wir wissen, dass er Bodo heißt, ja. Und wir wissen, dass er Magie hat. Aber mehr wissen wir auch nicht über ihn. Wir wissen nicht, woher er kommt. Wir wissen nicht, wie alt er ist. Wir wissen nicht, warum er Jade kennt und warum er ständig mit ihr rumhängt. Ah, ein Troll. Schnappen wir ihn uns. Ein Troll erscheint. Erstmal eine Vergiftung reinwürgen. Oder auch nicht. Was? Der lenkt den Angriff ab? Unglaublich. Ja, dann machen wir einmal Brutzel. Einmal ein bisschen Feuer unter den Hintern machen. 65 Schaden. Gib deine Seele auf? Ich glaube, du bist auf der falschen Seite, mein Freund. Aua.
Nicht nett. Machen wir es halt so. Jo. Einfach mal 105 Schaden. Nee, ist klar. Okay. Danke, Bodo. Sehr nett. May heaven's winds propel thee hence. Oh, das ist kräftig. Schon wieder? Und der Troll ist down. Sehr gut. Easy peasy, sagte sie. So, einmal mitnehmen. Danke. Die Spinnweben fallen alle schön auf den alten Mann. Supi. Wir müssen da hin. Vor allen Dingen, er steht da meterweit weg, ne? Aber wühlt sich trotzdem durch das Spinnenweben durch. Naja, gut. Muss ich jetzt nicht unbedingt verstehen. Noch ein Troll. Diesmal schwächen wir dich auch. Alter, 50 Punkte. Das ist schon eine Hausnummer. 50 Punkte ist viel. Let's heat things up! Ja, Eric ist jetzt nicht wirklich der Stärkste, das ist mir schon klar. Dann leg mal los, Serena. Let the darkness consume you. Ui, das tat weh. Das tat ihr weh. Boah, der macht sich über uns lustig. Wir sehen mehr. Wer zuletzt lacht, mein Freund. 462 Punkte. Das war ein einzelner Gegner gerade eben, Freunde, ne? Also das dürft ihr nicht vergessen. Ein einzelner Gegner und der bringt so viele Punkte. Also man merkt, die Kurve, was Erfahrungspunkte angeht, geht langsam nach oben. Doch, doch. Oh, was ist denn hier los? Gruppe von Gegnern, alles Untote. Und die sehen aus. Ich habe damals echt gedacht, das sind untote Bischöfe. Ne, die haben einen anderen Namen. Genau, Schattenminister heißen die. Ist auch ein interessanter Name. Schattenminister. Ein Schattenminister hat schon mal umgehauen. Und den anderen soeben auch. Das ging flott, würde ich mal sagen. Nur 532 Punkte ist nicht schlecht. Komm, wir kämpfen nochmal gegen den. Ui! Okay. Alter, 100 Punkte. Hör mal. Brutze! Veronica steht gerne am Grill. Anscheinend. Einmal aufgeräumt. Immer noch kein Aufstieg. Wie viele Punkte brauchen wir denn noch? 3043, 1200, 3300. Ja, es liegen alle recht nah beieinander. Komm her, du klappriges Gerippe. Vor allen Dingen, ich habe links im ersten Moment erstmal Metallschleim gesehen. Ja, Wunschdenken, ich weiß. Oh, gegen Bodo, okay. Finde ich aber nicht nett. Kannst doch nicht den alten Mann angreifen. Was hat er dir denn getan? Okay, Serena ist gekräftigt worden. Okay, das war jetzt nicht so doll. Okay, die beiden sind weg vom Fenster. Sehr schön, Leute. Wunderbar. Sieht doch gut aus. Okay, das haben wir auch. Ja, easy. Veronica hat, wie gesagt, easy peasy. Mal sehen, ob es gleich auch noch so easy peasy ist. Hoffen wir es zumindest mal.
Ich habe ein ganz, ganz komisches Gefühl bei der Sache. Ein ganz, ganz komisches Gefühl. Oh, ein Troll. Oh, diesmal war es aber sehr leise gerade. Sehr, sehr leise, muss ich wirklich sagen, doch. Gegen den alten Mann. Das ist aber nicht nett. Nee, greif mal lieber so an. Jo, Volltreffer. Sehr gut. Na, kommt schon. Leg den Troll um. Ja, ist sehr leise, der Ton. Jedenfalls von dem. Down. Ist nur merkwürdig, dass sein Ton so leise war. Ich hoffe, das wiederholt sich nicht. Och nö. Oh, Kraus. Die Schatztruhe ist in Wahrheit eine Fresskiste. Ja, solche Monster gibt es hier auch. Und sie sind mega fies. Supi. Die beiden pennen jetzt erstmal. Ding dong. Nee, nee, nee. Klemmeffekte ist es leider nicht. Nee. Leider nicht. Opa verfehlt einfach erstmal. Wie? Nee, nee, nee. Alter Mann, so aber nicht. Bodo, oder? Bist du bloß von all der Knacker, sag mal. Du. Eric! Ja, wenigstens wacht er noch auf, bevor er stirbt. Supi. So. Ich kann zwar nicht so gut heilen wie Serena, aber ist okay. Unsere Gruppe ist in keinem guten Zustand, Freunde. Oh, aber die Truhe ist besiegt. Hast du gut gemacht, alter Mann. Ah, ein Talentsamen. Sehr schön. Hobby-Monstrologe für das Besiegen von über 100 Monstern unterschiedlicher Spezies. Ein blaues Kleinod. Aber guckst du mit, was guckst du dabei so, Bodo? Da guckt er mich an. So nach Motto, so, Söhnchen. In welche Richtung geht's jetzt? Beziehungsweise Söhnchen sagt er ja nicht. Er sagt ja immer Junge. Ja, nee, ist klar. Na klar. Komm, wenigstens ein. Bitte. So. Ich kenn das schon, ich werde dich einen erwischen. Ja, es funktioniert nicht. Das funktioniert leider nicht. Ja, es geht ja noch. Einer bleibt, wir haben noch eine Chance. So. Wenn sie auch mal treffen würden... Ja, natürlich. Ja, ist klar. Jetzt wisst ihr, worauf ich hinaus wollte. Genau das ist das Problem bei dem Metallschleim. Also, es gibt eine einzige Technik, die garantiert, dass du die Viecher kriegst, wenn sie dir nicht abhauen. Na, endlich. Komm, nochmal. Jawohl, einen haben wir gekriegt. Sehr gut. So, und jetzt auf den da. Der Untote ruft Unterstützung. Und es kommt ein Zombie. Stand da gerade ein Schattenminister kommt hervor? Nee, es ist kein Schattenminister, es ist ein Zombie. Hauen wir erstmal den an. Den Typen da oben.
schon jetzt mal ein bisschen die Magiepunkte. Ich glaube, die von unserem Typen muss ich gleich mal ein bisschen nachfüllen. Leider. Och, nö. Ah, er kann das auch. Okay. Interessant. Bodo kann also auch entgiften. Wusste ich gar nicht. Und er macht das gleich nochmal. Sehr schön. Dankeschön. Sparen wir uns das ja. Das ist ja gut. Wonderful. 2269 Punkte. Geil. Wir sind Stufe 25. Jawohl. Neuer Zauber. Zischel. Eric, 24. Sehr schön. I just keep getting Veronica, better. 25. Lernt mal keinen Zauber. Oh, goody. Serena, 24. Lernt einen neuen Zauber. Wupp. Ach ja, das ist ja dieser Todeszauber. Rionaldo, 24. Dieser Todeszauber. Stimmt. Ja, den will ich haben, den hemmungslosen Hieb. Auf den freue ich mich schon. So, Eric, du kriegst deine beidhändige Fähigkeit. Ich kann nämlich ab jetzt zwei Messer führen. Veronica lohnt sich nicht. Serena, was kannst du denn Schönes mitnehmen? Teuflische Versuchung. Ja, sie kann Dämonen betören. Man glaubt es nicht, aber es ist so. Na, nehmen wir es einfach mal mit. Rionaldo. Ne, bei dir sparen wir erstmal. So, hier war eine Truhe, die wollen wir haben, natürlich, ist ja klar. Ein Yggdrasil-Blatt, schön. Ja, da haben wir ja gerade mal kräftig Punkte abgesahnt. Warum? Wir sind alle topfit. Jetzt werde ich mir auch erstmal Kämpfe sparen. Wir sind nämlich fast da. Es ist nämlich sehr gut, dass wir gerade ein Level-Up für alle bekommen haben. Das passte mir sehr gut. So sind wir nämlich bestens vorbereitet. Vier Fiolen Zauberwasser. Hm. Ich werde mal hier mal aufräumen. Danke. Auch mal hier bei Eric. Beziehungsweise Eric müssen wir immer noch das zweite Messer geben. Fällt mir gerade mal ein. Ausrüstung. Eric, du kriegst den Giftmotten. Das Giftmottenmesser. Damit kämpft er jetzt zweihändig. Sehr gut. Ich glaube, Serena kann das selber auch. Moment. Bevor ich euch jetzt irgendeinen Mist erzähle. Moment. Ah, okay, dann ist das ne... Ja, alles klar. Hm? Okay, ich sag noch nichts. Stattdessen gehen wir rein. Hm. Hey, brought you a fresh one. Toll. Just perfect. A warrior maiden of great skill. I smell it on her skin. We must drain her of her essence while she is still fresh. Quickly, give her to me. Got it. Tja, so leicht lässt sie sich nicht entführen. I won't be needing you to carry me any further, thanks. So this is who's behind it all. Sir Hendrik must have missed one when he cleared the monsters out of town all those years ago. Moment, sie kennt Hendrik? Ta. Nicely done, lassie. Die haben das auch noch geplant. I hope you'll forgive me, but we had a wee rummage around in your room, Vince. Wie waren das also, okay? The liquid I found.
That's what you drink before your fights, isn't it? What your friend here squeezes from the fighters he kidnapped. That was you? Perhaps not all humans are as stupid as our muscle-bound friend here. That's right, old man. Ja, der alte Mann hat was drauf, du. Hendrix scarred me, but he did not kill me. The extract. It was the only way to regain my strength. So I had Vince bring me the choicest morsels. And why would he help me do such a thing, you ask? Because I offered to share the fruits of my labor, to give him strength beyond imagining. Who could refuse such a juicy offer, I couldn't keep on winning forever. And if I wasn't winning, I wasn't bringing in the money we needed for the orphanage. Sorry, partner, but I can't let those kids down. Which means I can't let you and your friends leave. Come on, not now! Oh, will you look at yourself, laddie? Do you not see what that stuff's doing to you? That foul fluid wasn't meant for human consumption. It's eating you from the inside out. It's a miracle you're still alive. Er kennt sich sehr gut aus, der Mann. Schlauer Kerl. I guess cheaters never prosper, huh? Nee, es zahlt sich nicht aus. Spent at last, old friend. Such a shame. Then I suppose I'll have to deal with you myself. Komm nur her, Bestie. Keep that thing busy. I'll see if I can get those people down. Okay, darling. Der kranke Kanker. Autsch. Autsch. Der macht instant Giftschaden. Das finde ich nicht nett. Haben wir ihn jetzt gerade ernsthaft vergiftet? Tatsächlich. Wie geil ist das denn? Joa, 82 Schaden. So, komm, schnittiger Schlag. Jawoll. So, Serena, du kümmerst dich bitte einmal um Eric, den armen Kerl. Der hat schon kräftig auf die Nuss gekriegt, jetzt schon. Genau, der alte Mann hilft uns. Züchtiger. Ah, dann leg ihn nochmal pennen. Schade, hat nicht geklappt. Hätte ja klappen können. Attacke! Veronica legt sich ein Zeug, finde ich gut. Hohohoho, verliert dadurch nochmal 54 Punkte. Oh, die Attacke. Die ist echt nicht nett. Los, Serena, Heilung! Die ist echt nicht nett. Schlummerstoß! Natürlich klappt es nicht, ist klar, aber macht trotzdem Schaden. Ja, das macht den Typen nicht so viel aus. Wieder? Nicht nett. Oh! Sein Name hat sich schon gefärbt. Scheint so, dass wir ihn fast am Arsch haben. Klingt auch verkehrt, egal.
Surrender your soul! No! Der alte Mann hat völlig recht. Schlummerstoß. Klappt zwar nicht, aber egal. Oh, nochmal brutzeln. Das ist gemein. Fängt auch noch an zu kotzen hier. Finde ich aber nicht sehr nett. Aber zwei teilen. Oh, nee. Ausgerechnet meine Heilerin hat es erwischt. Aber gut, dass wir noch Bodo dabei haben. Trotzdem ist er vergiftet. Schlummerstoß! Jawohl! Down ist er! Das ging schnell. Das ging echt schnell. Der kranke Kanker wurde besiegt. Another one bites the dust. 3000 Punkte, 2700 Goldmünzen. Jawohl! Keine große Ansprache? Ich bin enttäuscht. And don't come back. Jupp. Sorry. I had no choice. A third-rate fighter like me, I was never gonna make enough dough to keep the place open. So when I heard that voice, drifting up from down here, right beneath the orphanage, I listened. All I had to do was help him out, and he'd make me the toughest fighter around. Seemed like a pretty sweet deal. So I said sure. I wanted to win the tournament so bad, needed that money so bad, I let him use me. I knew it was wrong. But that orphanage, man, that's where I was raised. Those kids are my family. I had to do it. I had to. Er hat was Falsches aus den richtigen Gründen getan. So you let your desire to help the Bairns get the better of you. Well, there's certainly been greater evils done for less good. Da hat er recht. Tell you what, I'll have a word or two with the mayor. Don't worry, lad. We'll make sure the orphanage is looked after. Mein Gott, hat der Einfluss. Das ist ja Wahnsinn. So, chin up, eh? Just don't let me catch you making deals with nasty beasts again. Hier? Ich muss ja ehrlich sagen, Bodo hat so ein bisschen was Väterliches. So ein kleines bisschen. Sir, I don't know what to say. Danke. Reicht. Immerhin erklärt er sich bereit, mit dem Bürgermeister zu schnacken. Nachdem sie den Fall der verschwundenen Kämpfer erfolgreich aufgeklärt haben, verbringen Lars und Gefährten die Nacht in der Herberge. Okay, das haben wir also geklärt. Wakey, wakey, little soldier. Come on now, time to get up. Och nö, ich will nicht. I said wake up! Jo, Sir! Morning, darling! Die Musik dabei. Und immer in voller Rüstung, nee, ist klar. Hate to drag you out of bed, but we need to head up to the arena. Nein, das tut dir nicht leid. Ich sehe doch, dass du lächelst, du Arsch. Nein, alles gut, ich mag Eric. That prize they never got around to giving you? Well, they want to hand it over. Let's get moving. Gut. Oh. Sorry, nervöser Finger. If you're looking for me, I'll be in the cheap seats. Don't forget to give me a wave. Überlege ich mir noch. Nachdem du mich so unsanft geweckt hast, schäm dich. Erstmal wird gespeichert. Ja, ja. Ja, mittlerweile sind wir Stufe 24, 25. Läuft bei uns. Swistambul, ja. Sagen denn unsere Kumpanen, reden wir doch mal mit denen. How's it going? Sieht so aus, als könntest du dir endlich deinen Preis abholen. Eine Sekunde lang dachte ich, wir würden leer ausgehen. Wieder einmal.
Der Typ am Empfangstresen hätte gern, dass du ihm Bescheid sagst, wenn du soweit bist. Du weißt, wovon ich rede, oder? Der Tresen ist gleich am Eingang der Arena, also zur Arena. Also ich finde das sehr gut, dass sie immer mal so ein bisschen Hilfestellung geben. I've been thinking. Tom war es also, der hinter dem versteckten Verschwinden der Kämpfer steckte. Ich weiß, er hat gemeint, dass er das alles nur getan hätte, um den Kindern im Waisenhaus zu helfen. Aber das ist keine Entschuldigung. Hoffentlich hat er daraus was gelernt. Wenn er von nun an ein rechtschaffendes Leben führt, dann zieht die Sache zumindest etwas Positives nach sich. Ja, sehe ich auch so. I wasn't going to mention it, but... Fräulein Jade ist wieder in Sicherheit und all die anderen Kämpfer ebenfalls. Den Himmel sei Dank und ich bin froh, dass Tom seinen Fehler eingesehen hat. Übrigens, hast du mitbekommen, wie Herr Bodo zu Tom gesagt hat, dass er mit dem Bürgermeister sprechen werde? Woher in aller Welt kennt er den Bürgermeister? Dieser Mann steckt wirklich voller Geheimnisse. Oh ja, er ist wirklich voller Geheimnisse. Fabulous! Wir wissen also endlich, wer die Kämpfe entführt hat und wer es war, der ins Waisenhaus eingebrochen ist. Zwei Rätsel gelöst, und zwar auf einen Schlag. Nur schade, dass diese ganze Geschichte deinen glanzvollen Turniersieg überschattet hat. Aber ich würde mir an deiner Stelle nicht allzu viele Gedanken darum machen. Ich für meinen Teil werde nie vergessen, wie du Silverando nach allen Regeln der Kunst zerlegt hast. Nächster.